Hallo Frau Wiesfreunde, 31. Juni. Ihr seht, ich bin mein Güllefass am Auffüllen. Ja, was möchte ich machen? Es geht darum, ich möchte, wenn ihr seht, da unten, der Mais ist auf der linken Seite. Ist der, man sieht, dass er dort einfach weniger Nährstoffe hat. Also, das ist die Stelle, wo im letzten Jahr die Kartoffeln gestanden sind. Und ja, da ist nun etwas wenig Nährstoff vorhanden. Und jetzt möchte ich das noch füllen. Und dafür habe ich hier die die Seitendüse montiert. Ich darf bei meinem Nachbarn über die Wiese fahren und von der Seite her die Gülle reinspritzen. So, um es hier nochmals besser veranschaulichen zu können. Man sieht eigentlich wirklich gut, wie bis hierher, bis zu dieser Reihe, muss ich so hinstehen, jawohl, bis zu dieser Reihe waren die Kartoffeln. Und von da war die Kunstwiese, respektive Landsberger Mischung. Und ja, man sieht einfach hier, wo die Kartoffeln gestanden haben, hier wurde mehr Nährstoff rausgenommen. Vor allem da auf der Seite sieht man es noch extremer. Und darum möchte ich hier jetzt noch etwas Gülle geben. Und das ist das Stück von meinem Nachbar, Michi Raschli, das ich jetzt befahren darf, um die Gülle von der Seite her in den Bestand reinzuspritzen. Weil in den Bestand fahren möchte ich nicht. Wir haben viel zu viele Niederschläge gehabt in der letzten Zeit und wenn ich hier mit dem Traktor durchfahre, vom Hacken, von der Pflege ist hier der Boden an und für sich ist schön, ja, schön weich eigentlich, also nicht verdichtet, gar nichts, das Wasser kann schön versickern und wenn ich jetzt hier durchfahre und das Problem ist hier, es ist ja eigentlich, es hat hier eine Senke. Und wenn ich da jetzt reinfahre, Spuren mache, dann versickert mir dort das Wasser nicht. Es läuft den Hang runter und sammelt sich in der Mitte und das möchte ich absolut tunlichst vermeiden. Darum habe ich Michi gefragt, ob ich da auf seine Parzelle fahren darf und er hat mir das ohne Probleme erlaubt. Er hat gesagt, ja, das ist gar kein Problem. Er sieht ja auch, dass der Mais hier noch etwas braucht. Gut, also fangen wir an. Also auch hier von der Seite sieht man den Unterschied noch fast extremer. Fast wie abgeschnitten, wo das bis wohin die Kartoffeln gestanden haben letztes Jahr. Unglaublich. Das Wetter ist eigentlich ideal. Für diese Arbeit kann man sagen, wirklich fast wie geschaffen. Jetzt habe ich die Düse noch höher gestellt, fast senkrecht nach oben, damit es hier die vorderen Pflanzen, damit es die hier auch noch schön abregnet, sage ich jetzt mal mit der Gülle. Ja, ja, so ist das gar nicht mal so schlecht. So kommt das. Ich hoffe, dass die Gülle
Mais noch einen gewissen Schub geben kann, damit dann hier auch noch einigermaßen akzeptable Erträge gibt. Ich meine, Heuer ist kein Maisjahr, das ist unbestritten, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Ich sage jetzt mal, auch meine Berufskollegen im Flachland, die haben zum Teil hat es da wirklich schlechte Maisbestände. Die Temperatur fehlt, wir haben zu wenig Temperatur, das ist einfach das Problem. Und das können wir nicht ändern. Schlicht und einfach nicht. Jetzt müssen wir schauen, dass aus dem, was wir haben, so gut wie geht, etwas rauszuholen. Hoffen, dass dann vielleicht im August noch einige heiße Tage gibt, damit das der Mais noch einigermaßen kompensieren kann. Hola, fertig. Gülle für den Mais auf der Fläche, wo letztes Jahr die Kartoffeln gestanden sind, ist gegeben. Hat sehr gut funktioniert. Ganz herzlichen Dank, Michael Aschli, dass ich auf deiner Parzelle fahren durfte, auf deinem Land, um diese Arbeit auszuführen. Ich möchte noch ein paar Worte zur Nachbarschaft schnell anfügen. Diese Situation zeigt einmal mehr, wie wichtig das ist, dass man mit den Nachbarn ein gutes Einvernehmen hat. Und dann kann man solche Sachen machen. Wenn ich mit allen Nachbarn rundherum Lämpen habe, Krach oder wie man dem auch sagen will, kann man solche Aktionen schlicht und einfach vergessen, weil dann sagt ja der Nachbar, ja du schau halt selber, wie du das machst. Aber auf mein Land fährst du nicht. Es ist ein Geben und ein Nehmen und ich denke, das kann man überall im Leben, kann man das so eigentlich, wie soll ich das sagen, das kann man überall so reinnehmen eigentlich, oder? Es ist ein Geben und ein Nehmen und dann findet man miteinander auch den Rang, sage ich mal, die Kurve. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht's gut. Und hoffen wir auf besser Wetter, hoffen wir auf etwas Wärme, vielleicht mal noch etwas Sommer im August. Hä? Gut, also macht's gut, tschüss zusammen.